Deutschland geht ein tiefer Riss, der spaltet die Nation. Ne Neuheit ist das nicht gewiss, doch von Interesse schon. Das Beispiel Krupp und Krause klärt den wirklichen Verlauf der deutschen Spaltung zugehört als Klassenfrage auf. Denn Krupp ist Monopolherr und Krause ist Prolet. Das ist der Klassengegensatz, den jedermann versteht. Der Boss der Industrie im Club der rechten Herren besitzt Fabriken, Zechen, die viel tausend Mann ernähren. Als einer von zigtausend Mann steht Krause Tag für Tag in Krupps Fabrik zur Arbeit an, sein Stundenlohn 5 Mark.